Wölfe greifen an, my lord! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT. Wieder mit den üblichen Verdächtigen. Sepp. Hi. Ade. Fräulein Freitag. Hi. Klink. Hi. Und The Baron. Jo. So, ja, die Regeln sind immer noch die gleichen und los geht's. Diesmal haben wir auch alle 1000 Karma nach der Vorbereitungsrunde. Man glaubt es kaum. Aber so ist es tatsächlich. Okay, das Fräulein Freitag ist bei mir. Ich sehe Klink und Sepp hier und ich fühle mich sehr schnackt mit dieser Glock. Du stehst aber auch gekonnt im Weg, Baron. Ja, deswegen hasse ich diese Karte. Die ist zu eng. Ach Gott. Sie ist zu eng. Weißt du, was noch zu eng ist? Ja, danke. Ist hier gerade irgendjemand bei mir? Ich mach das okay, AD hat eine Granate geworfen, aber es ist keine. Ja. Rauchgranate. Hey. 420! Keine Sorge, du kannst ja gar nicht angeschossen werden. Du hast ja den ersten. Ist da gerade jemand in der Granate? Hallo? Hallo, ich mach das aus. Ja. Bleib da stehen, AD. Bleib stehen! Müssen wir jetzt eine Käppi aufsetzen? Oh. Nein, dann drückst du mich nach unten. Oh, ja, sie sitzt auf deinem Rücken und in deinem Gesicht. Schade, schade. Irgendwie nicht so geil. So, okay, also wir wissen alle, wer der Traitor ist. Sepp ist schon getötet. Okay, ich wusste es nicht. Ade. Fuck. Ja. Okay, dann teilen wir doch mal mit, woran wir alle erkannt haben, wer der Traitor ist. Weil ich habe nur eine Explosion gesehen. Sepp ist gestorben und du kamst die Treppe hoch. Dann habe ich angenommen, okay, vielleicht ist es ja Fräulein Freitag, weil ihr euch gerade irgendwelche Hüter aufgesetzt habt und ich dachte, das wäre ein Codewort für ich habe dir eine Bombe angehängt oder irgendwas in der Hand. Ja. Erstmal, warum schießt du mir denn immer sofort ins Gesicht? Ich weiß, mein armes Gesicht. Irgendwie siehst du einfach so aus, wie jemand, dem man direkt einen ins Gesicht gibt. Ja. Dein Gesicht ist ja schon wieder. Ja. Ich bin mit AD allein, ich hab Angst. Ja, ich bin mit AD allein, aber ich hab meinen Swag gefunden. Wo bist du denn, Sepp? Du warst gerade vor mir, du Honk. Nee. Verdammt, oh, so, ich bin hier mit allen dreien hintereinander. Wir sind vier, okay, aber sonst stimmte meine Aussage. Wo ist die vierte Person? Ja, das Baby, was gleich kommt. Werde ich jetzt nur erschossen, wenn ich jetzt hier auftauche? Hallo? Zurzeit noch nicht. Ich höre ein Radio. Okay, jemand macht da alles zu. Ich habe Angst. Ja, ich gehe mal Richtung nach D, das ist mir am sichersten. Das ist am sichersten? Ja, weil hier wird nichts in die Luft fliegen, zumindest. Ah. Ja, klingt ziemlich ein guter Gedanke. Vier? Ich bin weggelaufen. Außer er zündet eine Jihad-Bombe oder die ähnliche. Aber dann wird er nicht alle erwischen können, glaube ich. Guck mal! Ich hätte fast geschossen, aber ich dachte, das wäre was anderes. Aber wo ist AD? Hier oben. Was heißt oben? Er hockt im geheimen Schacht, aber da kann jeder rein, also ist das jetzt kein Beweis, dass er Traitor ist oder ähnliches? Ich bin auch kein Traitor. Hier war ein Loch. Sagst du. Ja, es stimmt aber. Hat gerade irgendwas geschossen? Ja, ich will hier wieder raus, ich bin in so ein Loch gefallen und jetzt weiß ich nicht, wie ich da rauskomme. Oh. Du kannst hier aber nicht freischießen, in der Nee. Okay, jemand ballert hier mit einer M16, glaube ich, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, M10. Mal alle Namen durchgehen. Ich will hier wieder raus. Das ist voll doof hier.
Sepp, lebst du noch? In der Tat. Hallo? Hier, Fuß. In einer kleinen, engen Kajüte. Das ist doof da drin, da ist gar nichts. Also Sepp hält sich so weit von uns allen entfernt auf, ich würde fast schon sagen, der schmiedet Pläne. Klar. Ich hatte eine Bombe gelegt. Ich schmiede Pläne im untersten Geschoss mit dem Aufzug, hier weil der Aufzug ist langsam und ich komme hier nicht mehr raus. Ah ja, der Aufzug, der Erzfeld. Es klingt, ich höre eine Tür. Ja. Bin ich. Also, jemand fährt mit dem Aufzug runter. Ja, jemand runter. War mit der Schrotflinte um sich herum. Das ist... Niemand. Wow. Wer stand denn da gerade oben am Aufzug? Ich stand kurz da und danach davor war... Es ist wohl die Person, die eine Smoke Grenade hier reingeworfen hat. Ich wollte gerade schon schreien. Hast du das gerade, Baron? Oder ich wer war das? Ich habe keine Smoke Grenade geworfen. Ja, sehr merkwürdige Vorgänge. Ja, wahrscheinlich ja die, weil ja, der kommt gerade aus der Richtung. Na gut. Ich denke, wir haben den Fall wieder gelöst. Das klingt eindeutig. Ich bin's aber nicht. Wie häufig muss ich euch das eigentlich sagen? 4-mal. Mach ich jetzt aber nicht. Ja, aber jedes Mal, wenn ihr alle sagt, ja, es klingt, dann war ich's nicht. Ja, und jetzt schmeißen die Leute wieder mit irgendwelchen Sachen um sich herum. Diesmal war es wieder einer. Das Kombo! Irgendwie brauchen wir so einen Sound für so eine Preisverleihungsshow oder sowas. Jedes Mal, wenn einer eine Granate wirft und wir raten können, wer das, welche Granate das war, einmal den Sound und dann geht das schon. So ein bisschen Geklatsche oder sowas. Hey Sepp, Shotgun mich hier nicht ins Gesicht, ja? Danke. Ja, können wir gerne. Was war das? Das war eine. Jemand ist gestorben. Er. Das war aber nicht so unauffällig. Mein Emming ist immer noch scheiße. Ja, das war das Fräulein. Ja, 2 Leute gemacht. Ist es bei euch eigentlich auch so, dass es manchmal einfach kurzzeitig leckt? Ja. Ja, hin und wieder. Ja, aber nicht allzu oft. Ja, nicht so besonders. Okay, die Diegel ist mir zu nervig in diesem Feld. Was heißt zu nervig? Mir hat gerade Piste Schaden verursacht. Irgendwie treffe ich mit der nicht auf die in diesem Bereich hier. Ich brauche eine Shotgun. Ich brauche Streuung. Innocent. Ja. Innocent. Innocent. Ist das denn? Wer schießt? Ja. Ich hab's gesehen. Wer schießt? Sepp. Boah! Das Monster. Ey, geh weg von mir! Boah! Ernst? Wer lebt noch? Ich. Okay. Alle, du hast doch keinen gekillt. Du weißt, was ich mit dieser Dose machen kann. Hast du Riddick gesehen? Ja. Wo ist Klink? Ich bin hier. Ist das keine Hilfe? Na da, okay. Wieder so alles zugestaucht. Das Fräulein ist bei. Sie mag die Karte halt nicht. Nee, ich meine nicht mal die Karte selbst, sondern dass wir hier alle auf einem Ort oder Punkt stehen. Hör auf! Ist so. Wusch. Sepp verbraucht Money. Oh. Aber kommt jetzt ein Baby oder ein Melon, Herr Baron? Weder noch, du unterstellst mich ja Sachen. Ja, er kommt ja gleich mit dem Friendship Beam herum. Ich meine, das müsste ja auch funktionieren, das ne? Kann natürlich auch sein. Ja, warum auch nicht? Genau, warum nicht? Ja, Präzisionsshotgun. Nee, das killt mich nicht. Sorry. Oh, es ist wohl das Baby. Ja. So.
Hätte ich ernsthaft gerade mit Feuerlöschern blockiert? Ja. Ja klar, Traitor werden mit Feuerlöschern blockiert. Ja, genau, so funktioniert das auch. Zählt das eigentlich jetzt als Random Kill, wenn ich mir schon zu 90% sicher bin? Er hat einen Slam geworfen! Okay, was war das? Warum werde ich ausgerechnet in dem Moment umgedreht? Er hat einen Slam geworfen und du fragst, was war das? Nein, ich wurde gerade durch die Discombo umgedreht. Ich drehe mich um und auf einmal ist einer tot. Ja, ja. Ich dachte, die Discombo wäre deine Slam gewesen. Aber ich habe genau gesehen, wie du geschoppt hast, mein Freund. Ja, weil du der Einzige bist, der diese komische Motion erkennt. Ah, nein, es gibt keine Shotguns mehr. Ich bin am Arsch. Haha. Könnte passieren. Oh, da ist nur einer. Ja, heb die Huge auf statt der Shotgun. Boah, das ist ein geniales Gewürzchen. Du hast es aber heute mit der Huge, ne? Ja, die will sich ja mit mir anlegen. Okay, ich prognostiziere, AD ist es. Nein. Ich bin innocent. Dann buchstabier das mal. Batman. Hast du noch irgendwas anderes zu sagen? Ich soll das buchstabieren? Also... Genau. Warte mal, D, N... Rückwärts oder vorwärts? Sepp hat keinen Death mehr. Sepp sagt nichts. Sepp hat auch keinen Schaden gekriegt. Also ich bin gerade wirklich kurz davor, dir eine Kugel ins Gesicht zu jagen. Wem? AD. Sehr gut. Warum? Ich weiß nicht, irgendwas reizt mich da schon wieder so. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, ja, bis jetzt nicht. Und der Sepp säckt hier so rum mit einer Shotgun in der Hand. In der Tat. In der Tat. Oh, jetzt habe ich einen Schadenspunkt gekriegt. Wovon? Denk mal, du bist irgendwo reingerannt. Das passiert mir nämlich auch manchmal. Und dann kriegst du 5 Schadenspunkte oder sowas. Ja. Vielleicht du in der AD hat so eine komische Granate geschmissen, die Schaden macht. AD ist es. Stimmt überhaupt nicht, das war eine Discombo. Also ich habe auch keinen Schaden gekriegt. Ja. Mann. Haben gesagt. Okay, sie wollte. Das war jetzt aber eine sehr schlechte Lüge. Ich habe dich nicht verstanden. Das war eine sehr schlechte Lüge. Nein, nicht dich, ich meine den Baron. Aber das war eine sehr schlechte Lüge. Du hast gerade irgendwas gesagt gehabt? Und, ja, ich meine, sie hat versucht von sich abzulenken. Sie ist es. Ah, das könnte es auch sein. Kling verfolgt mich. Na, warum wohl? Wenn ich dich beobachten will. Ich will wissen. Hast du gerade da unten gekauft? Wer verteidigt sich gekauft? Nicht mal. Ja, Sepp stand da einfach. Push to talk! Ich stand hier unten und hab versucht, mich hier zu unstucken. Hier ist alles voll mit irgendwelchen Gegenständen. Das ist eine sehr schlechte Lüge gewesen. Dann komm runter, stell dich in den Raum und versuch ohne Probleme hier rauszukommen. Das werde ich garantiert nicht. Hier unten sind schon 2 Leute. Ja, der Baron und ich. Ja, dann werde ich nicht als Dritter dazu kommen. Warum nicht? Was soll schon passieren? Ich krieg so einen Mexican Stand. Vielleicht hat er da eine Slam hingelegt. Dann würden die anderen das doch wohl sehen, oder? Liegt hier eine Slam? Nein. Slam heißt die. Okay, okay, ihr seid hier oben. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal kurz. Ist irgendwas hingeflogen? Nee, ach so, das ist eine Wasserflasche. Ich dachte schon, da hat schon wieder jemand irgendwelche besonderen Bomben umgeschmissen. Okay, hier in diesem Tisch hast du festgehangen, oder? Ich bin nicht unten, soll ich gucken? Oder vertraust du mir immer noch nicht? Ja, du kannst gerne mitkommen. Ich hatte nie was von ihm gehört. Ja, dann zeig mir mal, wo du festgesteckt hast. An der Mikrowelle? Ich würde jetzt nicht mit allen nach unten gehen. Hast du an der Mikrowelle festgesteckt? Sepp, push to talk. Ich stand hier, das war in dem Moment keine Mikrowelle, da lag irgendwas anderes. Also es war nicht die Mikrowelle. Richtig. Okay. Hättest du gesagt, das wäre die Mikrowelle gewesen, hätte ich dich erschossen. Warum? Weil ich die gerade eben mit nach unten gebracht habe. Achso. Na gut, dann beschränkt es sich wohl auf Fräulein Traitor. Nein, definitiv nicht. Du bist der Traitor, ist doch zu.
Ich bin da unten gestuckt gewesen, wie schon gesagt, ich habe da gerade ein bisschen Schaden gekriegt, als ich wieder raus bin. Aber man hört das Grinsen schon so leicht heraus. Es ist schwer zu leugnen. Bei mir? Nein, bei Fräulein Freitag. Ich habe auch Schüsse gehört. Okay, sie war es nicht. Ach, Mann, klingt das manchmal echt so ein Vogel. Oh, was, wie? Drei Leute stehen zusammen, weißt du, einer wird erschossen von den anderen beiden. Und du erschießt das Fräulein, warum? Ich hab Schüsse gehört und nichts gesehen, weil ich woanders stand. Aber es war die Schrotflinte und daher, sie hatte eine. Für mich war der Fall klar. Der Fall war für mich klar. Es gibt nämlich nur eine einzige Schrotflinte auf der Map. Sepp, du warst da unten am Kaufen, oder? Ja. Gut, dann entschuldige ich mich. Hier, nimm meine Kudos. Sei froh. Ich war mir nur zu 80% sicher. Und ich war mir eigentlich auch zu 80% sicher, dass du nirgendwo drauf gestanden hast. Tja, die 20% haben wohl fürs Vertrauen gereicht. Ja, ja. Diesmal schon. Ich bin mit Fräulein Freitag unterwegs. Und dem Rest ist auch. Ja, genau. Der Rest auch. Ja, der Rest ist auch. Na, danke schön. Hallo, willkommen in meiner Bar. Du hast eine Bar. Ich hätte gerne einen Tequila Sunrise. Der Barkeeper rennt weg, er ist überfordert. Tequila Sunrise kenne ich nicht, sorry. Kennt das Fräulein an der Bar denn jetzt den Tequila Sunrise? Ich weiß leider nicht, was für ein Alkohol ich da reinmischen soll. Ist auch so ein Zeug. Warum rennen alle Barkeeper weg? Okay, dann ist das jetzt meine Bar. Das Fräulein beobachtet mich. Das Einzige, was ich rausgebe, sind Bloody Marys. Aber nochmal an das Fräulein. Ja, wenn man sagt, dass man unschuldig ist und dabei so leicht kichert, ich deute das direkt als, ich bin schuldig. Haha. Aber ich war's nicht. Ja, das habe ich dann auch bemerkt, deshalb... Sepp! Sag ich mal, es ist AD, er hat gerade den Sepp! Ghost hier runtergeschossen. Lebt noch irgendwer, der mir sagen kann, wer von beiden jetzt bereit gesagt hat? Ja, ich lebe noch, weil Sepp es ist. Ja, komm, du warst doch in dem Raum. Ich stehe hinter meiner Bar und schieße das Ding in den eigenen Raum rein, ist klar. Fräulein, geh mal kurz aus dem Schussfeld. Ja, ich hindere euch da dran, euch zu zeigen. Okay, er war es nicht. Halt, stopp, denk doch mal nach! Denk nach, ich habe 6 HP. Da, nein, es ist da hinten, der jetzt raus ist. Das ist ja, Baron, okay. Der Baron. What? Jetzt kam die Brille von hinten geflogen. Was zur Hölle? Was ist denn? Ah, warte. Fuck! Oh. Detective Klink erschießt wieder alle. Diesmal aber auch den richtigen. Ja. War das der Poltergeist? Ja. Ey, das sah von mir aus wie ein Baby und 15 Baby oder 5 Baby, wie häufig du da geschossen hast, gibt's ja nicht, ne? Ich bin überrascht, was für euch alles aussieht wie ein Baby. Ja, es zieht halt so einen Schleif hinter sich her, so eine, das weiß ich. Ja, das machen wir. So eine Spur. Ich habe gedacht, wenn es eine Karte gibt und einen Ort gibt für den Poltergeist, dann diesen Raum da. Das stimmt. Ja. Aber wir auch sofort AD und ich uns gegenseitig beschuldigt haben. Welche Karte wollt ihr denn nehmen? Weil es aus meiner Perspektive tatsächlich so aussah. Ich fand's sehr schön. Such dir eine aus, wie du spielen möchtest. Welche Karte wollt ihr denn nehmen? Ich hab Sky Aircraft, wie auch immer das Ding ist. Ja, es ist doch schon festgesetzt. Okay. Und, ich treff mich. Ja, das Fräulein hat versucht, mich umzubringen. Mit was denn? Mit einer Shotgun. Ja, oh, selbst doch fast tot. Ja. Headshot hat nicht geklappt. Aber es fängt ja wieder gut an. Ich erschieße alle Unschuldigen und treffe dann irgendwann gegen Ende auch noch den Traitor. Ja, sehr gut. Das war's mit TTT und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin.